Eins, zwei, Das sieht drei. gut aus bei mir. Eins, zwei, drei. Ich sehe nichts. Sehe ich gut aus? Du siehst fantastisch aus. Danke. Du hast einen guten Pegel, wollte ich dir sagen. Ja, den habe ich immer. Ja, sehr schön. Ja, dann vamos. Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, ey, ey, stopp, Taxi. Das war jetzt blöd. Und Larissa Schmitz. Hey, hallo. Ich habe immer den Drang, da auch so rumzuprollen. Ja, du, ach. Wir müssen uns da was einfallen lassen. Ja, tob dich da einfach aus, kein Problem. Dann machen wir dir auch einen schönen Opener. Wann hast du Geburtstag? Im Dezember oder so, ne? Bis dahin, willst du noch warten? Ja, klar. Immer die Geburtstagsgeschenke. Ja. Angela hat ihr es schon bekommen. Theresa ist jetzt in Mutterschutz. Da gibt es bald andere Geburtstage. Da gibt's genau. Und Larissa, du hast irgendwann, wann hast du Dezember? Ja, genau, einen Tag vor Weihnachten habe ich, am 23. Dann kriegst du direkt nur ein Weihnachtsgeschenk dazu. Ja, ich brauche zwei Opener dann. Ja, mit Larissa Schmitz und Larissa Schmitz. Genau, finde ich gut. Ja, kriegen wir hin. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Aber war auch nie anders geplant. Ja. Muss man an der Stelle auch sagen. Ja, es war gefühlt nur ein Thema diese Woche, ne? Ja. Aber es war nur gefühlt ein Thema diese Woche. Ich habe noch ein paar andere gefunden. Sehr gut. Ganz aktuell, Alfred Biolek ist von uns gegangen. Ja. Habe ich auch vorhin erst gesehen. Auch, als ich hier reinkam ins Studio. Ich fand schön, der wurde in der Push-Meldung als Entertainer angepriesen. Ja. Und ich habe es überlegt, hä, war das nicht dieser Koch? Ja. Ne, so. Ja, bei mir ist er auch nur als Koch abgespeichert. Ich weiß nicht, ob der noch, aber ich meine, der ist gar kein Koch. Der hatte diese Kochsendung halt, aber der ist kein Koch. Ja, das stimmt. Aber genau deswegen, das ist für mich so. Der hat natürlich immer so lustige Sprüche auch immer drauf gehabt, ne? Mhm. Freie Schnauze. Vielleicht ist das deswegen entertainend gewesen. Wisst ihr, was für mich bleibt von Alfred Biolek? Nee. Der Küchenwein. Alfred Biolek hatte immer Küchenwein beim Kochen. Also es gab immer Wein. Erstens wurde viel mit Wein gekocht. Zweitens gab es den Küchenwein, den man trinkt, während man kocht. Schön. Und das ist, meine Mutter war großer Alfred Biolek-Fan, das ist ein bisschen viel gesagt, aber die hat die Sendung halt gemocht und ihn auch sehr gerne. Und hat das quasi so halb übernommen. Ja. Jetzt nicht jedes Mal mittags, aber ohne Kochen halt, so besonders, aber einfach nur Wein. Anlässen. Ja. Und genau, deswegen ist das irgendwie so weitergegeben worden. Und deswegen ist der Küchenwein bei uns, wird immer Alfred Biolek-Verbindung bleiben. Ja, aber ich habe den auch komplett als Koch abgespeichert. Und dann habe ich mir vorhin Wikipedia bei ihm durchgelesen. Ja, der hat ja erstmal gar nichts mit Kochen zu tun gehabt. Cool, ne? Ja. Also bis heute eigentlich nicht, außer dass er irgendwann mal ein Kochbuch rausgebracht hat mit seinen Rezepten, die, glaube ich, von den anderen eigentlich waren. Und aber ich habe den komplett so abgespeichert. Ich wusste gar nicht, dass er vorher schon unglaublich viele Sendungen produziert hat und so. Ja. Das ist Wahnsinn. Es ist so ein bisschen wie bei dem hier Bares für Rares, helft mir nochmal schnell. Horst Lichter. Horst Lichter, danke, statt gerade auf dem Schlauch. Der ja eigentlich vom Kochen kommt und gar nichts mit Trödeln, glaube ich, zu tun hat, aber jetzt diese Sendung da für mich schon fast nur noch macht. Horst Lichter ist der Anti-Biolek. Das ist aber, ich glaube, das ist fast ein Kompliment, weil es offenbar dann so gut passt, dass man das so fest einer Person zuschreibt. Ja. Also bei Schauspielern kennt man das ja auch, ne? So mit einer Rolle, für die ist das eher blöd. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei Entertainern und Moderatoren und so weiter ist. Aber ich glaube, ich würde es erstmal als Kompliment betrachten, wenn man so in dieses Format passt und da so rein drin aufgeht, irgendwie auch, dass man da so diesen Stempel hat. Natürlich schwierig, wenn man wieder was anderes macht. Ja, aber ich glaube, das ist ja bei beiden jetzt so, Horst Lichter sowie Alfred Biolek, die sind ja schon in einem gewissen Alter. Ja, ja, stimmt schon. Alfred Biolek war ja auch schon in einem gewissen Alter, als der da der große Koch mimte. Und von daher glaube ich, dann ist das vielleicht nochmal was anderes, wenn du wirklich so richtig jung bist und dann schon abgestempelt ja, und ja, willst stimmt. eben noch ganz viel anderes im Leben haben und kommst nie, so wie am Anfang, das ja auch bei Leonardo DiCaprio gerne war mit der Titanic-Rolle. Mhm. Bis hat der dann was mal, anderes gemacht? Ja, bis der dann mal dieses zarte Image, glaube ich, abgelegt hat, war das schon eine Zeit. Das ist ja bei Harry Potter noch schlimmer gefühlt, ja. Mit Daniel Radcliffe. Ja, das stimmt. Ja, also der ist für mich immer ja, Harry oder Potter. Oder hier der Vampir bei Robert Pattinson, ja, genau. Edward, ja. Das sind so Dinge. Wobei ich war ja früher auch ein ganz großer Twilight-Fan. Und naja. Kannst du es nochmal sagen, bitte? Wovon warst du Fan? Ein Twilight-Fan. Ach, Twilight. Ja. Und da muss ich sagen, mittlerweile, wenn man den in so ein paar anderen Rollen sieht und dann auch merkt, ach, der kommt dann irgendwann mal Schauspielern, dann finde ich, kann man das auch ablegen. Mhm. Dann glitzert der nicht mehr komplett immer in der Sonne. Ja, ja, hat auch was. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ist auch schön. Würde ich gerne. Habe ich ein lustiges Meme gesehen diese Woche, wo wir gerade bei Vampiren sind. So ein Bild von einer Parkbank im Morgen, so im Morgenlicht.
und auf der Parkbank stellt so ein bisschen Nebel noch auf. Und da stand dann irgendwie drunter, schade, gerade ganz knapp verpasst, meinen ersten Vampir zu sehen. So. Das war super. Memes erklärt mit Tobi Stein. Ja, tut mir leid, das ist dumm. Ich hätte runterschauen. Man muss dabei gewesen sein. Ja, man muss es sehen. Aber es ist meistens bei Memes ja so, dass man die sehen sollte. Ja, hilft auf jeden Fall für die Pointe. Tut mir leid. Ja, ach, gar kein Problem. Tobi, wir verzeihen dir doch alles. Sehr gut. Das müsstest du mittlerweile wissen nach 95 Podcast-Folgen. Stimmt. Ja, okay, dann jetzt aber Hochwasser. Was uns ja leider doch sehr immer noch beschäftigt und beschäftigen wird, vermutlich die nächsten Monate. Jetzt gibt es ja auch ganz Aktuelles von der Deutschen Bahn, die gesagt hat, unglaublich viele Kilometer Gleise kaputt. Ja. Das wird noch lange dauern, bis wir die wieder repariert haben. In Essen auch, ne? Ich meine, der S9 Teil. Genau, die Strecke ist ziemlich betroffen und gerade ja Kupferdrehstähle, die da alle durch verbunden sind, da wird jetzt erstmal gar nichts gehen die nächsten Monate mit der S9, weil da auch teilweise die Schienen so richtig in der Luft hängen, weil dieses ganze Kiesbett ja weggeschwemmt wurde. Das muss also alles erneuert werden, dann ganz viele Schalthäuser, die da unter Wasser standen und das muss alles jetzt ausgetauscht werden und ja, also nicht so cool für alle, wenn das eure Pendlerstrecke ist. Da muss man sich auf Umwege die nächsten Monate und Wochen gefasst machen. Das ist so hart, ne? Also erstmal, wie viel Kraft das Wasser überhaupt hat, ne? Allein schon diese Schienen alle freizulegen. Das sind ja dicke Steine auch, die da liegen. Und was das für Schäden verursacht, ne? Da haben wir ja letzte Woche auch schon mal grob drüber gesprochen, aber da war es noch nicht so ganz abzusehen, wie viel jetzt wirklich kaputt gegangen ist. Ja. Und es gibt ja ganze Dörfer nicht mehr in der Eifel und drumrum, ne? Mhm. Also es ist echt Wahnsinn. Und ich habe irgendwie gehört, man muss schon eine Elementarversicherung haben, damit man die Chance hat, alles ersetzt zu bekommen, zumindest den Wert des Hauses. Mhm. Das heißt, wenn du das nicht hast, bist du jetzt wirklich im Eimer, ne? Ja, und die meisten direkt am Wasser haben es eben nicht. Das haben ja bei uns auch viele gesagt, die so die Campingplätze an der Ruhr haben oder sowas, obwohl du da auch einen Campingplatz eigentlich hast. Aber das sind halt Summen, die du zahlen musst, wenn du so nah am Wasser, gibt's dann so Klauseln in den Versicherungsverträgen, wenn sie so und so viel Meter am Wasser wohnen oder das haben, dann sind das Beträge, die sich kein normaler Mensch leisten kann und dann wirtschaftet sich das nicht für den Fall das mal. Und sowas brauchst du jetzt aber eben, um damit die Versicherung greift. Das ist das Problem. Das ist tatsächlich heftig. Ich habe mir auch so überlegt, also du baust ja Jahre was auf, steckst unglaublich viel Kraft und Geld rein und an einem Abend wird alles weggespült. Ja. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also ich versuche das die ganze Zeit mir vorzustellen, aber die Leute da vor Ort, die checken es ja selber noch nicht mal, was da gerade passiert, ne? Also die sind ja nur mit Aufräumen beschäftigt und irgendwie versuchen, das zu retten, was noch zu retten ist. Die haben ja teilweise auch gesagt, wenn ich das im Fernsehen oder so gesehen habe, dass sie das noch gar nicht realisiert haben. Für die ist das immer noch so ein Film, der nicht vorbei ist. Also ich hoffe, wir werden das nie erleben. Also klar, an der Ruhr haben es jetzt einige erlebt. Jetzt auch nicht in dem Ausmaß natürlich wie deine Eifel und so. Jetzt nicht Privathäuser weggeschwemmt, aber halt viel kaputt gegangen, ne? Und will ich mir nicht ausmalen. Wir haben uns ja auch mal umgehört, so nochmal in der Stadt, zum Beispiel auch beim Ruhrcamping. Da haben wir mit dem Uwe gesprochen, der ist der Hausmeister. Was machst du jetzt? Rettest du deinen Wohnwagen, packst deine Sachen zusammen oder hilfst die Leute? Na gut, dann habe ich dann erst die Leute alle geholfen. Und dann konnte ich nur noch zusehen, wie das Ding so langsam abzopft. Ich konnte gar nichts retten. Ein paar Gummistiefel, kurze Hose, das war es. Ja. Das ist heftig, ne? Ja. Im Freibad Steele haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, haben wir auch mit der Hannelore Rottmann gesprochen. Und da beläuft sich der Schaden, glaube ich, auch auf 1 Million, kann das sein? Habe ich so mitbekommen. Ja. Also die erste Schätzung. Naja, da das Becken muss ja alles neu gemacht werden und so, also es ist ja wirklich echt Summen. Genau, da hat sie auch zugesagt. Unsere Vereinsmitglieder fassen immer mit an, aber so aus der Bevölkerung hier von Steele, die sind so solidarisch. Wir haben Brötchen gespendet gekriegt für die Helfer zum Essen, wir haben heute Pizza gespendet gekriegt, also es ist einfach Wahnsinn. Das ist so das Schöne an dieser Krise, ne? Dass man sieht, okay, da gibt es schon viele Menschen, die auch mit anpacken. Leider nicht alle, aber zumindest eine ganze Menge. Ja, letzte Woche ja auch schon gesagt, ne? Also einerseits stärkt das so Nachbarschaften, die im Zweifel vorher, unser Radio Essen Stadtreporter Kostas Mitzelis war ja die ganze Woche auch unterwegs und hat unter anderem, ich glaube aus Werden oder aus Kettwig erzählt, das sind zum Teil Nachbarschaften, die kannten sich gar nicht und haben sich, oder vom Sehen, aber kaum gegrüßt und kaum miteinander gesprochen, die jetzt dann irgendwie Seite an Seite da den Schutt wegtragen. Das ist natürlich toll. Ich finde tatsächlich immer, man läuft Gefahr, das so sehr zu romantisieren, weil es gibt halt auch
geht halt auch anders. Also wir haben auch viel über Ängste vor Plünderungen beispielsweise berichtet diese Woche. Ja. Dass zum Teil da sich Privatsicherheitsdienste zusammenfinden, die da Wache halten, damit denen nicht irgendwie aus den abgesoffenen Wohnwagen zum Beispiel noch, keine Ahnung, was für Wertgegenstände oder auch nur der Schrott, den man dann irgendwie vielleicht noch verkaufen kann, daraus gesammelt wird. Und das ist so die andere Seite. Oder dass Leute halt zum Teil extra mit dem Fahrrad dann zu irgendwelchen Campingplätzen fahren, aber nur um zu gucken. Halt nicht um anzupacken, sondern um zu sehen, oh, wie krass die Katastrophe ist. Und das ist halt, also man kann die Neugier verstehen oder sich selbst ein Bild machen wollen. Das ist unser Job ein Stück weit auch. Deswegen kann man das, ich zumindest kann das ein Stück weit nachvollziehen. Aber dann sollte man A, die Leute nicht stören, ja. B, nicht beobachten und da stehen bleiben und den Leuten zu gucken, wie sie ihr letztes Hab und Gut irgendwo auf dem Kopf aus dem Haus tragen. Oder Absperrungen wegräumen. Also Laupendaler Landstraße war ja so ein ganz, ganz großer Punkt, die auch die ganze Woche ständig angerufen haben und gesagt haben, könnt ihr das nicht nochmal im Radio durchgeben? Die kommen schon wieder an und schieben wirklich die Absperrungen der Polizei weg, um da irgendwie weiter lang zu fahren. Und dann bleiben sie aber stehen und gaffen oder machen noch einen dummen Spruch oder sowas, ne? Also das sind für mich so Sachen, die kann ich absolut nicht nachvollziehen. Habe ich auch hier mehrmals in der Frühschicht die Woche klar gesagt. Das geht einfach gar nicht. Das finde ich wirklich abartig einfach schon, dass man das so macht. Teilweise, wenn man sie angesprochen hat, wurden sie frech. Es wurden hier Handyvideos gedreht. Keiner bietet natürlich auch seine Hilfe an. Die wollen einfach nur glotzen, Fotos machen. Fehlen mir echt die Worte. Das war in Werden. Ja, genau, das waren Anwohnerin der Laupendaler Landstraße, genau. Ja, das ist schon heftig. Wo du gerade das ansprachst, Tobi, mit, das ist unser Job, von da zu berichten. Habt ihr das mit der RTL-Reporterin mitbekommen? Mit Dreck beschmiert und so weiter. Genau, die sich kurz vor der Live-Schalte mit Dreck beschmiert hat. Oh ne, das hast du an mir vorbeigegangen. Okay, zu zeigen, dass sie halt mitten im Krisengebiet ist und mit angepackt hat und so, hat es aber gar nicht. Das hatte halt ein Anwohner gefilmt, wie sie dann sich da mit Schlamm und so eingeschmiert hat. Ja. Das ist natürlich, also RTL hat, glaube ich, sofort reagiert und sie beurlaubt. Fand ich sehr gut, weil das ist einfach halt schon nicht mehr Journalismus, das ist meiner Meinung nach Theaterspielen. Und es ist auch ein bisschen dumm, dass die Frau in unserem Zeitalter nicht denkt, dass das mir jemand mitbekommt. Also wenn sie es nicht gerade hinter der Scheune macht, sag ich mal so. Ja. Aber ja. Es ist halt, also mich macht sowas immer sehr, sehr wütend und fassungslos, weil es einfach auch massiv Vertrauen untergräbt in unsere Arbeit. Und zwar nicht in unsere persönlich nur, sondern in unserer kompletten Branche. Und da gibt es ja sowieso das komplette Spektrum, also zwischen Bild-Zeitung und der Zeit beispielsweise sind an Seriosität oder Zurückhaltung ja durchaus verschiedene Graustufen abzubilden. Aber sowas ist halt ja nochmal außerhalb dieser Range. Also ich habe beispielsweise auch bei der Bild-Reporter gesehen, die bis zur Brust sich ins Wasser gestellt haben für eine Live-Schalte, fand ich auch nicht so geil, um es noch ein bisschen dramatischer aussehen zu lassen. Aber das ist natürlich dann nochmal die Stufe drauf. Und mich macht es immer fassungslos, wie gesagt, weil ich wirklich, also Vertrauen ist das, was den Journalismus elementar, was notwendig ist für Journalismus. Also wenn uns keiner glaubt, was wir berichten, dann können wir es halt auch sein lassen. Ja, aber genau. Und sowas ist natürlich genau dazu beitragend, dass da keiner sagt, das ist seriös und ein so ein Fall reicht, um eine Woche lang so ein Image kaputt zu machen. Ja, auch und das bei allem, nicht nur für RTL jetzt, sondern eben tatsächlich, wir alle haben dann immer direkt dieses Problem, ne? Dieser ewige Kampf, den wir jetzt auch seit Jahren schon tun mit dem Bild, was vom Journalismus abrutscht, da trägt das dann einfach nur bei und wir kämpfen dann gegen so Windmühlen, obwohl wir dann eben versuchen, das möglichst alles in einer Balance zu halten, die wir auch für respektvoll halten. Ne? Ja. Und das ist dann echt schade. Es ist natürlich auch eine Gratwanderung, muss man auch ganz klar sagen. Also natürlich sind das, und das sage ich jetzt wirklich auch mit aller Zurückhaltung, sind das beeindruckende oder beeindruckend ist ganz gut, weil es nicht nur positiv, sondern auch im negativen Sinne beeindruckend sein kann, Bilder, die wir auch zeigen auf der Radio Essen Homepage beispielsweise. Aber es ist ja ein schmaler Grat zwischen dieser Befriedigung von Sensationslust an solchen Bildern, aber gleichzeitig eben auch zeigen, wie dramatisch tatsächlich die Lage ist. Ich habe mir das tatsächlich nicht vorstellen können, die letzten 10 Jahre so ein Hochwasser irgendwie aus nächster Nähe mitzuerleben und darüber berichten zu müssen. Und
der Grat ist einfach sehr schmal, auch weil natürlich das Erleben der Menschen sehr unterschiedlich ist. Erstens in ganz unterschiedlichen Situationen. Jemand in Vogelheim, der den Keller halt nicht unter Wasser stehen hatte, wird das anders wahrnehmen als jemand, dem gerade sein Hab und Gut weggesoffen ist. Mhm. Der hat da vielleicht ein bisschen, ist dann etwas dünnhäutiger bei solchen Bildern. Und der Grat ist ohnehin sehr schmal und es ist sowieso sehr schwer für Journalisten, da den richtigen Grat und das richtige Maß zu treffen. Und dann sind halt solche Aktionen wie von besagter RTL Kollegin, will man eigentlich gar nicht sagen an der Stelle, sind natürlich einfach ja, massiver Vertrauensverlust und einfach ein Schlag ins Gesicht für jeden, der bemüht ist, da mit dem richtigen Maß an Zurückhaltung, aber auch dem richtigen Maß an ehrlicher Darstellung irgendwie unterwegs zu sein. Ja, du willst ja über die Wahrheit berichten oder möglichst nah an die Wahrheit herankommen, ne? Ja. Und das ist ja reine Inszenierung. Also so ist die Wahrheit in dem Fall ja nicht. Wenn du dich da selbst mit Schlamm nochmal beschmierst, ja. Du bildest ja nicht das ab, was ist, sondern was sein könnte. Und das ist ja eben auch nicht die Aufgabe von uns. Mhm. Was sagt ihr zum lachenden Laschet? Das ist auch so ein Ding, was mich diese Woche schon zumindest berührt hat, weil es auch sehr durch die Medien ging und ich mir in dem Moment gedacht habe, als Armin Laschet da ja im Rücken von Frank-Walter Steinmeier gelacht hat vom Bundespräsidenten, da hatte ich mir schon gedacht, oh, es gibt durchaus glücklichere Momente zu lachen. Zumal es einfach zum einen zeigt, der hört nicht zu. Also es kann auch vielleicht der Distanz geschuldet sein, dass er das einfach nicht gehört hat. Aber selbst dann steht man ja ruhig dahinter und tut so wenigstens, als würde man zuhören. Und zum anderen völlig absurd, ne? Also es geht da wirklich gerade um Menschenleben, um Existenzen und Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, der sozusagen Chef des Landes, lacht dabei. Also das, egal worum es da ging, also es kann auch lustig gewesen sein in dem Moment, aber du lachst dann einfach meiner Meinung nach nicht und du hörst zu und bekundest Beileid, indem du halt einfach dich zurückhältst. Und das war für mich, also ich habe mich da sehr drüber aufgeregt, weil es einfach so komplett daneben war, meiner Meinung nach. Ja, also ich muss sagen, klar, natürlich, das unterschreibe ich so, daneben ist es schon, aber wie du schon sagst, ich fand es schwierig einzuordnen, weil ja diese Bilder ja auch oft so sind, der Politiker im Vordergrund redet, im Hintergrund wird irgendeine Traube aufgestellt und muss eben da irgendwie gucken. Ich glaube auch, dass er da vielleicht tatsächlich auch gar nicht so die Chance hatte hinzuhören, was auch immer da passiert ist, keine Ahnung. Hm. Ich musste so ein bisschen an diese Situation denken, dass es ja auch immer die Menschen gibt, die auf Beerdigungen lachen müssen oder sowas, ne? Weil du einfach manchmal in so bestimmten Situationen überfordert bist mit deiner ganzen Emotionalität. Mhm. Und dann passiert vielleicht irgendwas Absurdes, wer auch immer da vielleicht irgendwas gesagt hat, was vielleicht gar nicht noch nicht mal so lustig sein musste oder so. Vielleicht hat er, ne, irgendwie, oder man sieht irgendwas und man muss irgendwie leider lachen. Das passiert natürlich. Klar, das ist an so einer Stelle mit Kameras auf dir drauf, der unglücklichste Moment, der passieren kann. Aber wir sind da natürlich auch wieder irgendwie bei Kanzlerkandidatur und Wahlkampf und all die Sachen. Natürlich stürzen sich dann auch alle wieder da drauf und dadurch, ja. Ich finde da, Klassiker. Wo du das gerade sagtest mit Wahlkampf, das trifft es auch irgendwie so ein bisschen, ne? Weil viele haben ja auch gesagt, ach, ihr kommt ja nur, weil ihr jetzt wieder euer Gesicht zeigen wollt wegen Wahlkampf. Ne? Und andere wiederum sagen, Gott sei Dank seid ihr da und macht euch mal selber ein Bild davon. Und dann hast du halt genau so eine Situation, wo du denkst, dem Laschet ist das vielleicht, ich glaube nicht, dass es dem egal ist, aber in dem Moment ist es ihm vielleicht nicht so ganz wichtig, sondern halt er ist da und alles gut und muss jetzt nicht so unbedingt zuhören, Hauptsache er zeigt sein Gesicht. Und das war natürlich äußerst unglücklich. Ja. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Bilder nicht besonders kleidsam sind. Was mich sehr gestört hat an der Geschichte, ist diese Erregungsspirale. Mhm. Und dass dann diese Bilder genommen werden, noch so zusammengekürzt, dass man möglichst nicht den Anfang und das, also nichts davor und danach sieht, sondern es wirklich nur fokussiert auf diesen Moment. Und das dann irgendwie das Thema ist der nächsten 2-3 Tage und eben im Wahlkampf genutzt wird. So, das stört mich. Das ist halt einfach nicht mein Umgang. Wir haben gerade darüber gesprochen, ehrlich Dinge abzubilden. Mhm. Und zur Ehrlichkeit gehört eben auch dazu, das, was du gerade schon gesagt hast, Larissa, dass man einfach auch in solchen Situationen, was will man denn erwarten? Das ist ja auch ein Mensch mit einem 24-Stunden-Tag, mit einem Arbeitstag, mit Arbeitskollegen und so weiter. Wenn wir ehrlich sind, wir sitzen hier auch nicht in der Redaktion und reiben uns 8 Stunden am Tag die Tränen aus den Augen, weil wir jetzt über diese Katastrophe berichten. Wir machen hier auch Scherze und wir sind auch weiter normale Menschen.
So, wir machen keine Scherze über dieses Hochwasser. Ich wollte gerade sagen, nein, das kommt jetzt falsch rüber. Nein, natürlich nicht, aber wir treffen uns auch an der Theke auf dem Kaffee und sprechen über unser Privatleben. Ja. Und da wird halt auch mal gelacht, auch wenn im Hintergrund gerade jemand telefoniert mit jemandem, der vielleicht gerade alles verloren hat bei dieser Katastrophe. Das hinkt ein wenig, ist mir schon klar. Ich möchte nur sagen, mich stört es, dass das so komplett ausgeblendet wird, dass auch Armin Laschet ein Mensch ist, der dann möglicherweise gerade über einen Scherz lachen musste, den einer seiner Kollegen gemacht hat. Scheiß Situation, sieht super blöd aus, sollte man möglichst nicht machen als Politiker. Alles keine Frage. Mhm. Aber daraus dann so das alles zu machen, was daraus gemacht wird, das stört mich einfach, weil es halt dann auch für mich einfach über das Ziel in Anführungsstrichen hinausgeht und weit entfernt davon ist was da tatsächlich stattgefunden hat. Ich hatte ja die Woche die Frühschicht und ich habe auch eben so ein bisschen gezögert, als du das Thema angesprochen hast, Joschi, weil ich zum Beispiel habe es bei mir gar nicht groß auftauchen lassen. Mhm. Bewusste Entscheidung, weil ich mir so dachte, was ist denn das jetzt wichtig? Also alle Argumente, die gerade genannt wurden, klar. Und da kann sich auch jeder, der sich darüber pikieren möchte oder sich irgendwie dadurch verletzt fühlt, alles verständlich. Aber grundsätzlich haben wir doch eine ganz, ganz andere Lage gerade, als den Laschet da wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Mhm. Ne, da sind wir ja wieder bei diesem Thema Wahlkampf und auch, dass alle Medien sich dann da draufstürzen, das alles so eingrenzen und der sich dann wieder irgendwie rechtfertigen muss und dann natürlich auch wieder nur so Kanzlerkandidaturgelaber rauslässt. Da muss ich wirklich sagen, nee, wir hatten einen anderen Fokus einfach. Ne? Das waren die Menschen, das waren die Hilfe, das war die Katastrophe. Und wie es damit weitergeht. Und klar, wenn das jemandem geholfen hat, dass die Merkel auch da war oder da eben jemand ist, der da nochmal warme Worte spendet und das jemandem auch nahe geht und der das in der Situation braucht, alles gut. Aber das war für mich auch so ein Punkt, das ging mir zu weit und da hätte ich jetzt auch nicht 3 Tage in der Frühschicht drüber berichtet, weil das war dann auch irgendwann gesagt, dann waren seine Worte wieder dazu und dann ist gut. Ja. Dann war anderes wichtiger. Ja, es hat halt nur irgendwie halt einen wunden Punkt getroffen, weil es im Moment auch eine sensible Phase ist. Ne? Natürlich. Zum einen mit Corona, mit dem Hochwasser, aber eben auch Wahlkampf. Ne? Noch 2 Monate, dann wählen wir. Und ohnehin ja auch, muss man auch fairerweise dazu sagen, jetzt nicht besonders geglänzt hat durch immer den richtigen Gesichtsausdruck und den richtigen Umgang bei allen möglichen Anlässen. Deswegen passt das natürlich ein bisschen ins Bild. Ja. Also es hätte ja auch nicht Laschet sein können, egal wer da im Hintergrund war. Jeder, der gelacht hätte, hätte erstmal irgendwie schon mal zumindest Aufmerksamkeit gehabt, weil man sich denkt, was lacht der da jetzt? Jetzt ist es natürlich Laschet und irgendwie doof, dass er es dann fabriziert hat. Die Gewichtung ist dann schon ein bisschen anders. Ja, ja, klar. Ja. Aber du hast es dann natürlich oder bist dann selbst schuld als Armin Laschet, wenn es dann ein bisschen aufgebauscht wird. Ne? Oder ein bisschen ist gut, wenn es dann zerrissen wird. Wie gesagt, dass das keine Glanzleistung ist, darüber brauchen wir nicht streiten. Ja. Also das ist halt unangebracht, unangemessen. Und dann erwarte ich von einem Politiker, dass er sich besser im Griff hat in dem Moment. So, das ist ja gar keine Frage. Er tritt da ja auf, um ein Signal zu setzen der Anteilnahme und wenn er das nicht schafft in dem Moment, wo Kameras laufen, dann ist das schwach, so Punkt. Mhm. Aber wie gesagt, was man dann daraus macht und zum Teil auch reininterpretiert und unterstellt, eben wie du hast ja auch gerade angesprochen, dass ihm das alles egal sei und eigentlich will er gar nicht da sein und was auch immer das geht mir halt einfach zu weit. Das ist halt auch wieder irgendwie keine Wahrheit. Ne? Also das ist ja dann eben diese Spekulation und sowas mag ich dann halt auch nicht. Und genau deswegen, wie gesagt, auch die Entscheidung, das jetzt in meiner Sendung nicht groß zu fahren. Ja, es ist ja auch ein Unterschied zwischen Wahrheit und Glaubhaftigkeit. Ne? Also glaube ich ihm das jetzt, dass er da wirklich traurig ist? Ne? Also die Wahrheit kann ja sein, er ist wirklich traurig, aber glaube ich, nehme ich ihm das ab? Ja, klar. Ne? Und das habe ich in dem Moment halt nicht, weil ich dachte, was lacht er da jetzt? Also es gibt ja überhaupt keinen Grund zu lachen. Aber gut. Legen wir gerne beiseite das Thema. Wir haben es jetzt ausführlich besprochen. Und schauen lieber nochmal nach Essen. Mhm. Rote Mühle haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja. Das Fairhaus da in, das ist Heisingen, ist es, ne? Ja. Das komplett umsingelt war von Wasser, ne? Von Hochwasser, wo die Menschen ja mit einem Hubschrauber abgeholt wurden. Und mit denen haben wir auch gesprochen, mit Tatjana und Peter. Wir sind dann durchs Dachfenster da rausgeklettert und dann wurden wir halt da oben angeschnallt und hochgezogen. War an dem Tag auf jeden Fall noch das Angenehmste von allem, was wir so erlebt hatten. Ich kam mir vor wie bei Mission Impossible. So actionreich war das. Ich
Ich finde das sympathisch, ja, dass sie irgendwie danach super noch solche Interviews geben, ne? Und mhm, zwar auch jetzt echt vor einer schwierigen Lage stehen und auch vieles ersetzen müssen. Aber die waren total in diesem Modus nach vorne. So, es gibt auch dann noch einen Ausschnitt mit dem Peter, der dann noch erzählt, dass er schon wieder dabei ist, eine Zapfanlage zu bestellen, weil mhm, er will ja den Biergarten in 2 Wochen eigentlich schon wieder offen haben und so. Also es war so, da weiß man jetzt auch nicht, hat der überhaupt schon begriffen, was da um ihn herum jetzt passiert ist. Aber es war wirklich so, und das sind ja viele jetzt tatsächlich so nach vorne ausgerichtet. So, okay, mhm, jetzt muss das gemacht werden. Und was bringt mir das jetzt hier irgendwie rumzusitzen? Das fand ich bei den beiden sehr, ja, davon war ich sehr angetan irgendwie. Und auch, dass sie dann so diesen Gag noch mit Mission mhm Impossible macht. Weil klar, in der Situation hast du so viele Eindrücke, aber irgendwie hinterher denkst du so, wow, ich bin gerade mit so einem Hubschrauber wie im Film irgendwie hier gerettet worden. Und das macht das Ausmaß ja auch nochmal klar. Ne? Mhm. Im Übrigen nur ganz kurz der Rückbezug. Da würde ja jetzt auch niemand unterstellen, weil sie diesen in Anführungsstrichen Scherz macht oder das so filmisch beschreibt, dass der Frau nicht nahe geht, was da gerade passiert ist, mhm, wo wir eben bei Armin Laschet waren und so. Ne? Das Leben spielt ja auch sich weiter ab und man kann ja auch nicht 24/7 nur bedrückt sein, sondern braucht halt im Zweifel auch solche Momente und diesen Umgang damit. Mhm. Und das fand ich auch, wir haben letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, da hatten wir noch das Beispiel vom Rheinhochwasser und die Leute, die alle 5 Jahre irgendwie da ihren Keller wieder trockenlegen, wo ich den absoluten Hut vorziehe. Aber das ist genau jetzt unser Ruhrbeispiel, wenn man so will. Finde ich auch. Also absolut beeindruckend, absolut bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit welcher Energie. Und man hätte ja auch vollstes Verständnis dafür, wenn die Leute einfach nur noch heulend in der Ecke sitzen. Ich zumindest hätte das. Was sie vielleicht ja auch tun, ne? Nur nicht am Mikro. Absolut. Also das gibt's bestimmt auch. Wir hatten auch sehr viele zitternde Stimmen vor dem Mikro, ja, ne? Also. Aber das eben nicht nur sich da reinfallen, ja, zu lassen, sondern, ja, einfach aufzustehen, zu sagen, wir packen das jetzt an, wir gucken nach vorne. Ist, finde ich, einfach wirklich, 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 verlangt mir allergrößten Respekt ab. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte in der Situation. Vor allem in dieser Zeit. Also gerade, du hast gerade Corona hinter dich gebracht, ja, einigermaßen. Ne? Kannst wieder normal öffnen, in Anführungsstrichen. Und dann kommt so ein Hochwasser und schwemmt dir nochmal alles weg, knallt dir nochmal die Faust ins Gesicht. Ja. Und du denkst, ja, weiter. Aber ich glaube, das hat trotzdem auch damit zu tun, dass es einfach enorm viele Menschen gibt, die jetzt anpacken. Und wir hatten auch heute wieder freitags in der Frühschicht den Bericht von der Deichklause, dem Campingplatz in Werden, die ja wirklich in der Nacht noch mit diesem Starkregen schon versucht haben, alles irgendwie zu sichern mit ihren Wohnwagen und die weggepackt haben. Einer wollte aber nicht. Mhm. Und der ist tatsächlich dann auch schön in die Fluten geraten, da rumgeschippert. Und dann hat irgendein Fremder einfach angehalten, der zufällig eine Seilwinde im Auto hatte und gesagt, ich helfe jetzt mitten in der Nacht mal eben diesen Wohnwagen einzufangen. Und sowas ermutigt die Menschen natürlich dann da auch, ne, dass die dann eben nicht am nächsten Tag da nur heulend sitzen, sondern sagen, okay, da sind jetzt so viele, die im Vorbeilaufen auch einfach nur stehen bleiben und sagen, ich pack jetzt mit an oder auch beim MTG Horst oder sowas, dem Verein, da sind einfach fremde Menschen, die wussten so, ja, es gibt diesen Verein, aber als ich dann gesehen habe hier, dass das wirklich die so stark getroffen hat, da habe ich jetzt direkt gesagt, ich habe heute frei, ich helfe, ne, so. Und das fand ich, das waren alles so berührende Geschichten, die ich echt toll finde. Und auch die ganzen Spenden finanziell, die auch zusammengekommen sind, ne, bei unserer Lichtblicke-Aktion. Ja. Da hatten wir ja auch noch den Spender des Jahrtausends, will ich schon fast sagen. Horst Eschler. Genau. Hat 1 Million gespendet, ne? Ja, krass. Das war aber, glaube ich, weil seine Frau, die war verstorben, ne? Und hat, genau, dann gesagt, pass auf, mach mit dem Geld. Was? Genau, der hatte ihr ein Versprechen gegeben, bevor sie gestorben war, dass mit dem ganzen Geld, was die haben, er was Gutes tun wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, besonders für Kinder und Tiere. Genau, und Tiere und Familien, die es brauchen. Und ja, jetzt war für ihn wieder einer solcher Momente und dann haute er die Millionen raus. Fand ich aber auch noch, ich glaube, wir haben auch den Ton, den habe ich dir gegeben, mit der Spitze, die man noch seinem Lieblingssportverein, den Bayern, dann reindrückte. Ja, ja. Ich habe gehört, ihr habt 100.000 gespendet und ich finde, das ist so lächerlich. Ne? Seid nicht geizig, das weiß ich, dass ihr das nicht seid, aber jetzt in der Situation, macht die Taschen noch mal auf, wenn ihr über meine Millionen geht, dann wäre ich bereit, bis 20% noch einen Nachschlag zu geben. Wie viel hat der denn noch? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ich finde es auch sehr verrückt. Ja, ja. Aber cooler Typ. Auf jeden Fall. Du musst ja auch erstmal deinen Mut haben, das
die ganze Kohle zu spenden. Also es kann dir ja auch selbst mal irgendwie schlecht gehen, ne? Dadurch, wenn nicht dein Haus brennt, was wir ihm jetzt nicht gönnen, um Gottes Willen, aber es kann ja auch mal passieren. Und dann stehst du ja selbst irgendwie vor den Scherben. Mhm. Und da gehört auch ein bisschen Mut zu. Aber ich find auch cool, dass er dann den FC Bayern München so so sauer macht und sagt, ihr habt nur 100.000 gespendet, was ich aber auch tatsächlich schwach finde für so einen Riesenverein, der also unglaublich viel Geld macht. Ich will es nicht rechtfertigen oder verteidigen, nur weil ich FCB-Fan bin. Aber zur Wahrheit. Ich kann deine Ehre gleich verteidigen. Das ist gut, kannst du gleich machen. Ich wollte nur sagen, zur Wahrheit gehört auch dazu. Und das ist im O-Ton Oliver Kahn, als er angekündigt hat, 100.000 Euro, das ist der erste sofortige Teil, um den es ging. Mhm. Und dass der Verein sofort gesagt hat, wir gucken, dass wir langfristig da was auf die Beine stellen. Vor allem da in und um Bayern logischerweise. Also es sind nicht nur 100.000 Euro und damit ist die Nummer durch. Das gehört dann auch mit dazu. Trotzdem, wenn ein Rentner aus Münster eine Million locker macht, ohne mit der Wimper zu zucken, dann könnte man da vielleicht von dem einen oder anderen mehr erwarten. Mhm. Und jetzt kam heute auch die Meldung raus, dass es ein Benefizspiel geben wird. Ich glaube mit Schalke zusammen. Und da war auch die Rede schon von mindestens 1 Million, die dann dadurch gespendet werden soll. Also von daher, da wird, glaube ich, noch einiges reinplätschern jetzt die nächsten Wochen. Bin ich mir auch sicher. Nicht nur von Bayern München, auch noch von vielen anderen Privatpersonen, wie aber auch Unternehmen. Auch Konzerne und genau. Ja, es gibt auf jeden Fall viel aufzubauen, das muss man so festhalten. Wir haben deswegen der Verweis jetzt zu unserem Schwester-Podcast Essen im Ohr. Wir haben mit Gerion Alter gesprochen, der ist ein katholischer Pfarrer im Essener Süden und hat sich natürlich auch zum Hochwasser geäußert und gesagt, dass Trostspenden natürlich auch ganz wichtig ist. Ich glaube, die Menschen brauchen zunächst mal praktische Hilfe, die wir auch als Kirchengemeinde leisten, aber die ganz viel von der Nachbarschaft, von Freunden geleistet wird. Und dann stellt sich die Frage nach Worten, die wieder aufbauen, die helfen, zu deuten, zu motivieren, in der Reihenfolge vielleicht. Ich glaube, der wird auch noch eine Menge zu tun haben in Zukunft, gerade weil er auch im Essener Süden Pfarrer ist und da ja wirklich auch viele Menschen betroffen sind. Auf jeden Fall reinhören, Essen im Ohr. Da spricht dann nämlich auch über seine Fernsehkarriere. Mhm. Ja, wir haben ja Gerion Alter aus Essen. Der ist ja bei der ARD, genau, das Wort zum Sonntag. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Aber erst jetzt hier zu Ende hören. Bitte. Ja, trotzdem, es gab auch ein paar positive Seiten, wo wir gerade auch über Unternehmen sprachen. Die Ruhrbahn hier in Essen hat ja auch gesagt, pass auf, alle, die jetzt vom Hochwasser betroffen sind, ihr könnt kostenlos mit ÖPNV fahren. Fand ich auch eine gute Sache. Geht zumindest in die richtige Richtung. Ich bin ja eher so ein Kritiker der Ruhrbahn beziehungsweise des öffentlichen Personennahverkehrs. Ja, ÖPNV. Fand ich jetzt aber mal gut. Ja, selbstverständlich. Also jede Hilfe, die da irgendwie erstmal bei den Menschen. Ihr müsst auch nicht sagen. Ja, also natürlich ist das gut. Klar. Ja. Man kann sich schon wieder darüber streiten, ist auch passiert. Ich bin Onliner diese Woche, betreue also unsere Social Media Accounts unter anderem. Und natürlich wurde sofort kritisiert, dass dieses Angebot ja erstmal nur bis Ende August gilt. Und ist es ja auch nur für alle, die jetzt ihr Fahrzeug verloren haben, sprich Fahrrad, Mofa, Auto, was auch immer. Und dass vermutlich bis August die Menschen andere Sorgen haben, als sich jetzt als erstes wieder ein neues Auto zu kaufen. Klar, ist sicher so. Aber erstens, wer weiß, wie es dann im August weitergeht und ob da noch was nachkommt. Zweitens, ist das jetzt auch kein Unternehmen, das im Geld schwimmt. Und drittens, es ist ja erstmal ein Anfang, wie du schon sagst. Und den kann man ja zumindest erstmal auch wertschätzend zur Kenntnis nehmen, finde ich. Ja. Finde ich auch. Ich finde, jedes kleine bisschen hilft irgendwie. Also ob wie viele das dann wahrnehmen, weil ich habe auch drüber überlegt, ich brauche wahrscheinlich jetzt am ehesten mein Auto, weil ich ja diesen ganzen Krempel habe, der irgendwie weg muss. Ich muss irgendwie da durchkommen. Da weiß ich nicht, ob mir so eine Bahnfahrt hilft. Mhm. So, ne? Vor allen Dingen, weil ja wahrscheinlich viele von den wirklich Betroffenen sowieso jetzt so eine Art Sonderurlaub irgendwas haben, um da ihr Hab und Gut irgendwie hinzukriegen. Von daher ist das alles, muss man immer abwägen. Aber ich finde trotzdem, jede Hilfe hilft. Sagt man so. Ja, mein weiser Spruch des Tages, jede Hilfe hilft. Und von daher. Ja, ich finde halt auch gut, wenn alle das versuchen, was sie so in ihrem Rahmen machen können. Ne? Die Ruhrbahn sagt, pass auf, was können wir tun? Ja. Wir sagen den Leuten, ey, ihr könnt wenigstens dann kostenlos mit unseren Bahnen und Bussen fahren. So, und ganz ehrlich, auch was sie in ihrem Rahmen für angemessen halten. Mhm. Es ist doch, ich finde diese Diskussion immer so ätzend,
wenn irgendjemand, Sportler beispielsweise, spendet 1 Million oder 2 und die erste oder eine der ersten Reaktionen ist, ja, der könnte doch sehr viel mehr spenden. Ja, ja. So, und das geht's halt, das ist die gleiche Diskussion, nur auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Spielfeld, und die ärgert mich immer, weil ich mir denke, Leute, seid doch dankbar und froh, dass sich da offensichtlich jemand engagiert. In welchem Rahmen auch immer. Erstens kann man von außen ja nicht einschätzen, wie viel der wirklich kann und oder will. Zweitens, was derjenige möglicherweise sonst noch so tut. Mhm. Und drittens, fragt euch doch selbst im Zweifel. Mhm. Ihr könntet vielleicht auch ein komplettes Gehalt spenden, statt nur die 10 Euro, die ihr im Monat weggebt, und würdet trotzdem noch Brötchen essen. Macht aber trotzdem vermutlich lange nicht jeder. Und das hat halt Gründe, weil man auch einfach also sich selbst auch nah ist und nicht sein alles, was man irgendwie hat, was nicht irgendwie das absolut lebensnotwendigste ist, an andere Menschen verteilt. So, das macht man halt selbst in der Regel auch nicht. Und dann sich als erstes hinzustellen und das bei anderen Menschen zu fordern, finde ich immer sehr schwach. Also ich finde auch, man könnte erstmal einfach wertschätzend zur Kenntnis nehmen, dass da Menschen etwas tun. Und wie gesagt, wie viel da jeder kann oder will, muss halt einfach auch jeder für sich selber entscheiden. Aber alles, was da passiert, Larissa hat es ja auch schon gesagt, ist ja erstmal gut. Und jede mehr als Hilfe nichts. Hilft, ich sag's gerne nochmal. Ja, das kann man gar nicht oft genug sagen. Ja, spannendes Thema auch, um das mal ganz elegant jetzt zu wechseln. Heute starten die Olympischen Spiele in Tokio. Zumindest offiziell die Eröffnung. Ich kann die Verbindung schlagen. Die haben nämlich wahrscheinlich eine Taifunwarnung da bei Japan. Also von daher ist wahrscheinlich die Bindung, ich könne es denen natürlich nicht. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Ja, das stimmt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade Wasser schlägt gerade überall auf der Welt zurück, wenn man sich auch China und sowas anguckt. Mhm. Aber hey, machen wir weiter mit Olympia. Ich wollte es nur kurz. Genau, ja. Ja, wir haben im Prinzip auch schon die letzten Male drüber gesprochen, dass es toll ist, überhaupt dabei zu sein und dass wir auch Essener Sportler dabei haben und Sportlerinnen, die dann in den kommenden Wochen an den Start gehen. Und ja, heute ist die Eröffnungsfeier. Und natürlich ist auch Max Hoff von der KG Essen dabei. Der ist Kanute und nicht zum ersten Mal dabei. Der hat 2016 in Rio schon Gold geholt. Und ist natürlich ambitioniert und wir haben auch mit ihm gesprochen. Die Nervosität wird bei mir im Alter nicht besser, sondern eher schlimmer. Leider. Es wäre schön, wenn es andersrum wäre. Aber ja, nee, eigentlich freuen wir uns gerade auf den Wettkampf. So zwischendurch werde ich mal nervös, dann denke ich immer oder genieße ich es, dass ich es in dem Alter irgendwann nochmal machen darf und dass ich noch dabei bin und da irgendwo noch vorne mitfahre. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und wenn ich da bin, versuche ich das auch zu genießen und alles mitzunehmen, was geht. Und dann schauen wir, was da rumkommt. Ich gespannt. Ich freue mich jetzt schon. Ich habe gestern schon das Deutschlandspiel gesehen. Also es läuft ja schon der Fußballwettbewerb und Softball und sowas. Und habe mich dann nach dem Spiel nicht mehr so gefreut, weil die Deutschen verloren haben gegen Brasilien. 2-4. 2-4. Mhm. Aber trotzdem, also Fußball ist wirklich, muss ich sagen, bei Olympia ganz hinten bei mir. Ja. Also wir hatten jetzt EM, wir hatten davor Bundesliga. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt da ist. Ja, braucht man auch nicht mehr. Wir hatten doch jetzt gerade erst EM. Ja, ist wirklich so. Also das steht wirklich ganz hinten. Ich freue mich eher wirklich so auf die besonderen Geschichten. Weiß nicht, wenn irgendein Ringer, den man gar nicht auf dem Schirm hat, dann eine Silbermedaille holt oder so. Das passiert ja relativ oft so bei Olympia, dass du komplette große Überraschungen hast. Ja, das stimmt. Das ich muss aber mal leider gestehen, ich habe Olympia noch nie geguckt. Oh Gott. Höchstens sind vorbei, Seppen. Ja, also das ist schade. Ich habe heute Morgen schon überlegt, gibt es Diskuswerfen eigentlich dabei? Ja. Ich würde sagen, ja. Ja, ja, ne? Ja. Gibt es. Ja. Ja. Es gibt, glaube ich, nur bei Olympia Diskuswerfen. Ja, ja. Ja. Aber da sehe ich direkt auch immer von meinem geistigen Auge so Leute in so einer Toga oder so. Dann so altertümlichen Diskus. Ihr seht hier, so drin bin ich in Olympia. Es würde vielleicht wirklich helfen, das einmal einzuschalten. Ja, ja. Könntest du andere Bilder generieren. Brot und Spiele in Tokio. Ich habe jetzt genau die 2 Wochen Urlaub, von daher muss ich auch nicht drüber berichten und muss es mir deswegen auch nicht angucken. Ja, das ist. Nein, ich finde das natürlich auch, ich bin da wie bei EM und WM. Wenn wir natürlich die Goldmedaillen holen und ich lese das dann oder bekomme das mit, dann finde ich das auch immer toll und denke mir so, ja, Deutschland hat's drauf. Aber aber das mir anzugucken, da denke ich immer so,
Ist krass, komplette Gegenteil letzte Woche bei Angela, ne? Die ja. total euphorisch war. Und mit aber Angela ist ja auch so ein Sportmäuschen. Ja, ja, das stimmt. Aber es ist lustig, das so zu erleben. Ja. Direkt irgendwie einen Meter neben mir sitzen. Also ich glaube, so für den Mittagsschlaf nach der Frühschicht fände ich das dann ganz gut. So wie die dann da so rudern und dann denke ich mir so, okay. Ja. Aber dann musst du ja eigentlich auch richtig erleichtert sein, dass 2032 keine Olympischen Spiele in Essen sind. Nee, das finde ich natürlich wieder cool. Ich sag ja, ich das bin ja dann bin cool? ich ja so ein Fangirl auf einmal, ja. ne? Weil ja. ich das dann so nah ist und dann finde ich das wieder cool und dann fände ich das ja auch, dann fände ich es auch spannend, da so richtig für die Berichterstattung irgendwie hinzugehen. Ich kann es natürlich nicht mit Wissen füllen, ja. aber wäre vielleicht auch eine lustige Sportreportage. Hat der keine Toga an beim Fußball? Beim Fußball vor allen Dingen. Ja, nee, aber tatsächlich ist jetzt entschieden, ne? Also 2032 geht es eben nicht ins Ruhrgebiet oder nach Deutschland, ja, sondern nach Australien. Aber habt ihr das wirklich geglaubt, dass wir es schaffen? Nee, das war ja vorher eigentlich schon klar. Ja, ja das war mir auch, das, also gefühlt. Ich finde es auch irgendwie merkwürdig. Oder? Ja. Olympische Spiele finde ich immer sind, ich meine, ja, die waren auch schon mal näher dran, aber ich fand trotzdem, die sind für mich immer in so weit entfernten Ländern. Irgendwie. München, Bayern zum Beispiel. Deswegen sagte ich ja, die waren auch schon mal näher dran, aber. Ja. Ich hätte es geil gefunden, ganz ehrlich. Ja, also, klar. Ich finde es ja immer, als Zugezogener hat man immer vielleicht nochmal ein bisschen einen anderen Blick auf das Ruhrgebiet. Mhm. Ich habe es ja ganz oft schon gesagt, ich finde, man verkauft sich einfach hier wirklich extrem unter Wert und man hat, finde ich, zu Unrecht immer noch ein sehr viel schlechteres Bild vom Ruhrpott, ja, als man haben sollte und als man müsste. Und es ist einfach einer der größten Ballungsräume Europas. Wir haben hier eine riesen Infrastruktur, wir haben zig Stadien, und einfach so viele Menschen hier, die auch begeistert sein können und begeistert sind. Wir haben es bei der WM ja 2006 auch erlebt hier. Und ich hätte es richtig geil gefunden. Ja, so, das ich auch. Einfach als Event und als Schlaglicht auf diese Metropolregion. Ja. Das wäre schon stark gewesen. Aber die wirklich wichtige Frage ist doch, was wird jetzt aus dem A40-Deckel? Der wird doch weiter geplant. Ja, der wird weiter geplant, aber der war ja eigentlich als olympisches Dorf. Vielleicht wird Dorf das ein riesiger Diskuswurfplatz. Ja. Ich wäre dafür. Ja, das kann natürlich sein. Du kommst auf jeden Fall relativ Wenn weit. Wenn das passiert, dann hole ich uns 3 Togas. So. Ja, das finde ich gut. Kufen, hörst du zu, dann ist das so. Ja, wir sind da sehr gespannt, was da noch kommen wird. Aber wo wir bei Togas sind, müssen wir natürlich zumindest einmal ganz kurz noch die Runde drehen zu den Hosen und den Bekleidungsvorschriften. Ich habe nichts mitbekommen. Nein? Nein. Was meinst du? Ja, ich weiß gerade nicht, ob ich du auch überleg grade, was willst, was ich überlege gerade, was das für ein Team nochmal war. Ich bin bei Hockey, aber ich glaube, es war nicht Hockey. Volleyball. Meinst du jetzt bei Frauen oder was? Ja, es war eine Frauenmannschaft. Nee, das waren die hier Leichtathleten, die Stangen springen und sowas, oder? Hürdenläufer oder Hochspringer? Nee, Hochspringer. Boah, das ist jetzt richtig. Sie glaubt. Tui, schön, dass ihr direkt mich ausschließt aus dieser Runde, nur weil ich die ganzen Begrifflichkeiten nicht drauf habe. Es ging zumindest de facto darum, dass sie Strafe zahlen mussten, weil die Kunstturnerinnen waren zu lange. Nee, ich glaube, du verwechselst das. Ach so, du meinst nicht, dass die lange Hosen jetzt tragen sollen, anstatt die kurzen? Nee, sie hatten quasi so Radlerhosenlängen an. Und durften aber quasi nur so Bikini-Unterteile tragen und zahlen deswegen jetzt irgendwie Strafe. Aber das waren doch die dann das einfach gemacht haben. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt der Nachklang, aber dass die jetzt auf einmal Strafe zahlen müssen. Ja, nee. Aber immerhin, die Überleitung war gut. Ja, tut mir leid. Können wir das rausschneiden? Wir sind total nicht kompetent. Wie immer schneiden wir nichts raus. Ich dachte, jemand anders könnte da noch mehr zu beitragen. Also ich glaube, das ist das tatsächlich. Wo erst doch durch die Presse ging, dass die das jetzt tragen, weil sie eben nicht mehr diese Diskriminierung haben möchten mit den kurzen Sachen. Das gab es ja an verschiedenen Stellen. Das gab es ja auch beim Kunstturnen und bei einer Turnerin, die das nicht mehr wollte. Aber das ist ärgerlich, dass ich das nicht mehr richtig zusammenkriege. Ja, aber ich glaube, das ist das, was ich meine. Mhm. Ja, du. Tobi googelt in der Zeit, Yoshi, worüber unterhalten wir uns? Ich wollte nur sagen, ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Richard Branson ins All geflogen ist. Oh, jetzt Jeff Bezos hinterher, nachgezogen. Ja. Würdest du ins Dieser große Eiervergleich da oben. Würdest du hinfliegen ins Weltall, wenn dir jemand ein Ticket schenken würde? Nee, warum nicht? Ich bin ein totaler Schisser. Ich könnte das gar nicht. Diese ganze Vorstellung, dadurch die Atmosphäre und dann irgendwie wieder direkt zurück und dann mit dem Fallschirm und dann brennt die Kapsel und keine Ahnung was. Und vor allen Dingen habe ich mich letztens gefragt, fühlt sich das eigentlich genauso an wie auf der Achterbahn, wenn man den Drop hat im Bauch, dieses Kribbeln, weil man hat ja erstmal so ein bisschen Freefall, ne?
Ich glaube, du hast eine ganze Menge, was du fühlst. Und deswegen alleine würde ich damit schon nicht richtig klarkommen. Also ich glaube, irgendwann, wenn ich flüchten müsste von der Erde auf den Mars oder so, weil die in, weiß ich nicht, 2 Jahren explodiert, was bei unserem Klimawandel ja vermutlich irgendwann passiert, dann müsste ich mich wahrscheinlich überwinden. Aber jetzt so als freie Entscheidung nicht. Vor allen Dingen, weil das, ich fand es aber auch so richtig krass, das ist ja wie so ein einmaliger, riesiger Freefall-Tower, diese, ne, die werden ja hochgeschossen, dann sind die da irgendwie 4 Minuten am Rumdümpeln und fallen wieder runter. Ich habe mich halt auch gefragt, kriegst du da oben Höhenangst? Eigentlich ja nicht, ne, oder? Nicht. Du begreifst das ja gar nicht, dass du jetzt unglaublich viele Kilometer über der Erde bist. Du fällst ja auch nicht runter, wenn du aus dem Flugzeug aussteigst. Der Blick, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es ist ja nicht wie wenn wir das im Fernsehen sehen. Man sieht es dann halt wirklich live. Und oder auch dieser Aufstieg, da kannst du ja, hat ja so eine Rakete, hat ja dann auch da irgendwie Fenster. Ja. Ich glaube, das wäre mein Problem, weil ich habe ein totales Problem mit so Aufgängen. Beachhandball Norwegen. So. Hast du noch mal gesagt. Ja. Okay, nein, dann war das nicht das Gleiche, was wir hier. Also sollte euch das Thema interessieren, googelt einfach Beachhandball Norwegen Hosen. Dann seid ihr richtig. Schon kompetenter als Tobi und ich gerade. Ja. Ja, ich aber auch. Ich weiß gar nicht, wovon du gesprochen hast. Außer, dass die Überleitung cool war. Aber um wieder auf die Weltraumgeschichte zu kommen, weil ich es immer gerne sage, es gibt nichts Geileres in meiner Vorstellung, als da oben zu stehen an so einem Fenster, Bullauge. Warum bist du nicht Astronaut geworden? Weil ich, glaube ich, einfach zu dumm bin, um Astronaut zu werden. Die haben ja unfassbare Abschlüsse und körperliche Fähigkeiten. Aber ist nicht auch und mal ein Hund da hochgeflogen? Danke, dass du sogar der ist schlauer als Tobi. Ja. Nein, ich glaube, also Astronauten sind doch tatsächlich echt, die haben doch immer was wahnsinnige Abschlüsse und sind Ingenieure und so, das kann ich alles nicht. Hätte sich anstrengen können. Ja. Aber ich mein, nicht jedes Kind, ja das schon Astronaut werden will, wird auch Astronaut. Nee, aber die wollen das meistens ja auch schon mit 5 oder so und dann wird halt darauf hingearbeitet. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich die Vorstellung gigantisch. Ja. Trotzdem kann ich auch verstehen, wenn man jetzt darüber diskutiert, ob es vor dem Hintergrund einer gerade sehr erlebbar werdenden Klimakrise notwendigerweise sein muss, dass die Multimilliardäre, die wir so auf der Welt haben, die Kohle nutzen, um damit irgendwie Weltraumtourismus anzukurbeln. Oder ob man da vielleicht was Sinnvolleres mit tun könnte. Was auch noch gleichzeitig weniger die Umwelt schädigt, als wie viel Tonnen Kerosin wegzublasen, um damit irgendwie ins All zu schießen. Kann ich auch verstehen, aber ganz ehrlich, der Blick muss gigantisch und lebensverändernd sein, kann ich mir vorstellen. Ja, das denke ich auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon Wahnsinn. Ich will noch mal so einen kleinen Rahmen machen und so eine Klammer setzen. Ich habe das auch im Fernsehen, glaube ich, gesehen. Ein Anwohner, der beim Hochwasser auch viel verloren hat, der gesagt hat, wir können zum Mond fliegen. Schon vor 50 Jahren sind wir zum Mond geflogen. Und jetzt fliegen die Milliardäre ins Weltall. Aber wir kriegen es nicht hin, uns hier vor Hochwasser zu warnen. Und das habe ich in dem Moment gedacht, boah, der bringt es genau auf den Punkt. Wie kann das eigentlich sein? Ne, weil wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, habe ich auch gefragt, hätten wir nicht besser geschützt sein müssen, etc. Und der Typ hat es einfach auch wirklich auf den Punkt gebracht. Also wie kann das heutzutage noch sein, dass wir das nicht gecheckt bekommen? Natürlich war das jetzt mehr als erwartet, was darunter kam. Aber du wurdest ja teilweise wirklich kaum gewarnt. Und wenn dann nur, hier macht's mal die Feuerwehr, da macht's eine App, da macht's eine Sirene, die noch halb funktioniert. Also ist ja wirklich traurig. Das wollte ich nur zum Abschluss nochmal sagen. Ein schönes Schlusswort. Okay, also wir diskutieren das nicht weiter. Gut. Nein, ihr könnt das gerne noch diskutieren. Ja, ich hatte da nur den Gedanken zu, dass ich mich immer frage, weil du jetzt sagtest, wir wussten nicht, wie viel das wird. Ich habe immer das Gefühl, selbst wenn dann die Warnungen überall an der richtigen Stelle sind und man jetzt zum Beispiel auch einfach nur zur Vorsicht evakuiert, ne, weil man halt sagt, das könnte richtig krass werden, gehen sie schon mal raus. Machen das die Menschen dann? Also, wir haben das ja auch bei Bombenentschärfungen und so, dass sich immer welche verweigern und viele dann ja auch sagen, naja, solange ich hier nicht schwarz auf weiß habe, dass das wirklich so wird, gehe ich auch nicht raus. Wir haben das auch tausendfach bei Unwetterwarnungen, die vom DWD hier reintrudeln. In dem Moment, wo wir sie verbreiten, sind wir die Panikmacher. Genau. Da frage ich mich dann immer, schön, hinterher kreischen immer alle, jo, ich habe das ja nicht bekommen und meine App hat nicht ausgelöst. Klar, alles berechtigte Sachen und müssen wir nicht drüber sprechen, dass das ausbaufähig ist hier in Deutschland. Aber manchmal denke ich auch immer so, nee, der Mensch ist halt auch so ein Dummheitstier irgendwie, ne? Und dann immer so, jo. Nö, mach ich jetzt noch nicht und bleib hier sitzen und dann hinterher meckere ich halt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Es ist ja nicht so, dass eine Sirene losgeht und das ganze Dorf muss in den Bunker, so wie das mal zu Kriegszeiten war oder so. Ne? Ja, das ist richtig. Ist wahrscheinlich beides auch ein bisschen pauschal. Also andererseits will man natürlich auch nicht die Menschen, die tatsächlich
jetzt mit den Folgen zu kämpfen haben, denen da die Schuld zuschieben quasi, weil man sagt, die haben irgendwas ignoriert. Genauso ist es mir andersrum, aber auch zu einfach, habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Es gibt davon abgesehen auch einfach Naturkräfte und Dinge im Leben, vor denen man sich nicht zu 100% schützen kann. Und das gehört ein Stück weit mit dazu. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber gab es auch verschiedene Wissenschaftler, die sich in dem Kontext irgendwie geäußert haben. Was kann man tun zur Hochwasserprävention? Und abgesehen von den Dingen, die wir ja alle schon seit Jahrzehnten wissen, nämlich, dass es nicht so viel Sinn macht, Flussbetten weiter zu begradigen beispielsweise, sondern Flüssen ein natürliches Flussbett zu geben mit Auen, in denen sie sich ergießen können bei Hochwasser und so, gibt es einfach viele Dinge, die wir da schon vor Jahren und Jahrzehnten verkehrt gemacht haben, die wir jetzt einfach mit ausbaden zum Teil. Und vor denen man sich aber auch ansonsten in Regionen, ich habe letzte Woche das Vulkanausbruchbeispiel gebracht, gibt es einfach Kräfte und Dinge in der Natur, vor denen wir uns nur begrenzt schützen können. Und die da auch nicht jeder Experte oder jede Expertin dann so genau voraussagen kann. Ne? Das ist ja gerade bei Regenzellen, hören wir das ja auch immer bei wieder. Bei Gewitterzellen, genau. Unsere Wetterredaktion erklärt das ja immer wieder. Letzte schöne Metapher, vielleicht zum Abschluss noch, dass das wie so ein kochender Wassertopf ist. Du weißt ja auch nie, wann diese kochenden Blasen dann an welcher Stelle sie, das kann ja auch kein Mensch hier berechnen oder hervorsagen. Und so ist es wohl mit Gewitterzellen dann halt auch, dass du nicht genau weißt, wo entlädt sie sich dann halt. Du weißt, es grollt irgendwas an. Es kann aber sein, dass das eben in Düsseldorf runterkommt oder halt in Essen oder wie auch immer. Und das sind natürlich so Dinge, das kann man dann auch niemandem ankreiden. Ja, lass uns diese Podcast-Folge schließen. Mir bleibt im Kopf heute, der Mensch ist ein Dummheitstier und jede Hilfe hilft. Ja, schön, dass ich dazu beitragen konnte. Ja, das nehme ich heute mit aus diesem Podcast. Sehr gut. Ja, und du wolltest noch was sagen, Tobi. Dass man uns schreiben kann natürlich. Mhm. Wenn man vielleicht auch noch irgendwie eine gute Lebensweisheit hat, die wir hier dann in den nächsten Folgen unterbringen können, zum Beispiel. Oder natürlich auch ernst gemeint, gerne Feedback oder Themen, die euch beschäftigt haben, die Woche, über die wir dann vielleicht sprechen können, an redebedarf@radioessen.de. Sehr gut. Ja, dann bis dahin. Larissa, vielen Dank. Hör doch mal auf, immer so rumzuklopfen. Nein! Ich schreie. Das war jetzt laut tatsächlich am Wochenende. Ja, ja. So, taub verabschieden wir uns ins Wochenende. Ich sagte taub verabschieden wir uns. Und gehabt euch wohl und bleibt gesund. Tschüss. Tschüssi.